Erfolg kannst du eigentlich nicht nur machen. Da muss da viel geschenkt sein, viel gegeben sein, Begabung. Auch Begabung zum Beispiel am Dranbleiben. Draw the street like a cold locomotion. Draw the truth like a candle is a moon. West from gas, from destination. He says, we did like a cold locomotion. We did knock knock and home. Draw the street like a moon. Ein Auftritt ist eine Zeit, wo man darauf arbeitet, wo eigentlich mit allen Vorbereitungen viele Stunden drauf gehen, bis es dann so weit ist. Und dann kommt Minute X, jetzt geht es los, jetzt kommt der Auftritt, jetzt geht es 2,5 Stunden nur um das Kerngeschäft. Es ist nicht alles ein Ding, ob ich lache oder sing. Harmonie ist für mich vom Ton her schon eine wichtige Sache, vom Gesang her. Also wenn ein Akkord richtig stimmt, das ist einfach etwas vom Schönsten. Und da knattert überall hin, da tüft mich ganz tief. Kommunikation mit dem Publikum ist für mich, für die Bühne, etwas vom Wichtigsten. Weil du bist ja nicht allein für dich dort, sondern du bist mit den Leuten dort. Es ist nicht nur, dass du mit ihnen schwätzt, sondern dass du immer bewusst bist, du bist vor dem Publikum am Spielen. Das Publikum weiss immer, da vorne ist, aber es gibt etwas zusammen. Wenn das passiert, ist eigentlich der Abend da. So zwei Aspekte. Der eine ist, Leidenschaft ist, was Leiden schafft. Der ist mir ein bisschen ungeheuer. Ich bin immer vorsichtig bei Sachen, die ich mache.
ob da wirklich, wo die Freude ist dabei, dass nicht nur Leidenschaft ist. Und eine Leidenschaft kann sein, das ist dann der andere Aspekt, dass man etwas wirklich lang dran ist, etwas entwickelt, für etwas Herzblut entwickelt und so fest dran ist, dass es etwas gibt, wo man eigentlich nie gedacht hat. Und das ist für mich eine schöne Leidenschaft. Die machen eine kleine Demonstration, wie ein Mikrofon mit dem Mund zusammen zu gebrauchen ist. Das ist wie ein Instrument. Wenn das Mikrofon nicht sehen geht, wenn das Mikrofon in die Nähe kommt, wird der Ton kräftiger, dicker, fetter. Und jetzt ein jetzt kommt es. Maxi, Maxi, Maxi. Das gleiche Jahr. Oder jetzt im Gesamten habe ich da schon 300-400 Mal gespielt. Und da gibt dir dann schon zu denken. Und zwar merkst du, dass die Kunst, die du machst, nicht unbedingt ist, Neues nur zu finden, sondern das, was du kannst, immer wieder frisch zu bringen. Dass es für dich, wo du es siehst, frisch ist, echt, unmittelbar. Jetzt, heute Abend passiert es.